Passion for Packaging. Auf drei Teilmessen präsentierte EasyFairs am 25. und 26. März die führende Verpackungsmesse der Schweiz. Ich denke, die Verpackungsbranche entwickelt sich weiter. Sie entwickelt sich nach vorne. Auch das, um den müssen wir als Aussteller bzw. als Veranstalter ja Rechnung tragen am Ende. Und die Ausrichtung auf drei Teilbereiche der Verpackung, zum einen die M-Pack, Label und Print und Packaging Innovation, war die konsequente Weiterentwicklung davon. Als Gastgeber der Welt der Verpackung bin ich eigentlich wieder sehr stolz, dass wir wieder ein Event präsentieren konnten, der sehr, sehr umfassend auf die Märkte, Innovationen und Trends eingehen konnte. Das neue Thema Label und Print in der Halle 3, um auf das Thema Verpackungsdruck, grafische Label, Print eingehen zu können. Gerade für den Standort Zürich oder für eine Messe, die jetzt zum 9. Mal stattgefunden hat und wieder mal bewiesen hat, dass sie der Branchenevent letztendlich in der Schweiz ist. Im Fokus der Welt der Verpackung 2015 stand die gesamte Wertschöpfungskette der Verpackungsindustrie. Die Teilmesse MPAC ist hierbei die führende Plattform für maschinelle Verpackungsherstellung und Technologien. Impact zeigt die Innovationen der Verpackungstechnologie. Es dreht sich alles um das Maschinelle und Technische. Hier haben wir eine Besonderheit in diesem Jahr mit einer Vorstellung eines geschlossenen Papierkreislaufs der Firma Model Group. Der Besucher sieht, wie ein geschlossener Papierkreislauf funktioniert. Von der Anlieferung her von Abfallprodukten werden diese in Papier weiterverarbeitet, dann zu Weltkarton hin zur fertigen Verpackung. Wir zeigen den gesamten Verpackungsprozess vom Altpapier einsammeln bis zur Verpackung, bedruckte Verpackung, Displays, Vollkarton. Das bedeutet, dass unsere Kunden und Geschäftspartner die Verpackungen, welche sie irgendwo wieder anfallen als Abfall, die sammeln wir ein, nehmen sie zurück und produzieren ohne große Logistik und Fahrtwege das Papier wieder in der Schweiz. Wir sind von Anfang an überzeugt vom Messekonzept der EasyFairs. Wir werden sicher auch die nächsten 20 Jahre bei den EasyFairs teilnehmen. Wir sind einfach überzeugt und das zeigt auch der stetig wachsende Besucherstrom, dass das Konzept auf dem Markt ankommt, dass unser Messestand ankommt und wir sind einfach nur happy hier zu sein und freuen uns auf die nächsten 20 Jahre hier auf der Messe uns und unsere Firma ausstellen zu dürfen. Es hieß auch Vorhang auf für die neue Teilmesse Label und Print. Das neue Konzept komplettierte die Welt der Verpackung und verhalf der Messe zu einem neuen Mehrwert. Die Label und Print ist unsere neue Messe und feiert Premiere hier in Zürich in diesem Jahr. Hier haben wir wieder Workshops präsentiert zum futuristischen Thema 3D-Druck. Die Teilnehmerzahlen dieser Workshops hat wieder gezeigt, dass das Thema top aktuell sind. Die Workshops waren restlos ausgebucht und das Interesse des Publikums war sehr groß. Die Premiere der Label & Print Messe bedeutet uns sehr viel. Wir waren von Anfang an bei der Welt der Verpackung dabei. Der Kundenstrom war sehr gut. Wir sind sehr zufrieden mit der Messe. Wir haben viele interessante Gespräche führen können. Es ist uns auch wichtig, dass möglichst viele Anbieter von verschiedenen Möglichkeiten hier dabei sind. Das macht der Kundenstrom interessant und vielfältig. Wir sind zum 7. Mal als Antalis an der Verpackungsmesse hier dabei und wir sehen diese Plattform als ein wichtiges Event, wo wir unsere Kunden auch repräsentieren können und eben auch am Schluss die ganze Innovation im Bereich 3D-Druck weiter zu vermitteln. Passion for Packaging hieß es zur 9. Ausgabe auf der Messe Zürich. Das Juwel der Verpackungsmesse, die Packaging Innovations, präsentierte sich auch dieses Mal in hochwertigem Glanz und Glamour. Das
Herzstück und das Highlight dieser Messe ist die Passion for Packaging Plaza. Hier präsentieren sich kreative Köpfe und Agenturen, wie zum Beispiel die Hochschule der Medien Stuttgart oder auch die Firmen Papertown und Look & Like. Das ist eine Kombination aus Live-Blogging auf der Messe und das Ganze umrahmt mit kreativen Elementen der Firma Papertown, die mit Wellkarton Standkonzepte erstellt. Die EasyFairs als Messeplattform wollen wir natürlich hier im Speziellen nutzen, um einerseits die analoge Welt und digitale Welt zu verknüpfen. Kurz gesagt, wir wollen hier eigentlich unsere Unabhängigkeit als Handelsunternehmen und Dienstleistungsbetrieb in der Schweiz im Bereich der visuellen Kommunikation und im Verpackungswesen ganzheitlich darstellen und unsere Kompetenz mit den Kunden überbringen und diskutieren. EasyFairs bot den Besuchern neben spannenden Standkonzepten auch die beliebten Guided Tours, bei denen den Teilnehmern Einblicke zu ausgewählten Themen präsentiert wurden. Also für mich war es insgesamt auch der erste Messebesuch hier. Also ich kenne die Messe noch gar nicht. Insofern habe ich die Guided Tour mitgemacht, um mir einen Überblick zu verschaffen. Und es war für mich auch so das Besondere, mal hier etwas durchgeleitet zu werden. Es war die Tüftler-Tour. Also so auch ein bisschen ja, Neues einfach zu erfahren, kennenzulernen. Und war sehr eindrücklich. Mein erster Eindruck ist, dass wir auch in diesem Jahr wieder in allen Bereichen gleichermaßen Besucher generieren konnten, dass das Interesse gerade für interaktive Elemente extrem stark war. Die Resonanz ist extrem gut, weil wir insofern reagieren können, wie können Produkte eben am Point of Sale besonders entsprechend dargestellt werden. Wie muss mein Produkt aussehen letztendlich, damit es auch gekauft wird, weil das letztendlich entscheidet. Innovationen, das ist unser Leben, das machen wir tagtäglich. Wir haben Freude, wir arbeiten Mikarton-Wabenplatten. Unsere Stärke ist die Kombination aus Konstruktion und Produktion diverser POS-Stelle. Wir sind jetzt ungefähr das sechste Mal an der EasyFairs Verpackungen nehmen wir teil. Wir kommen immer wieder mit einem neuen Motto. Und speziell, weil wir sehr innovativ sind und das zeigen und leben möchten. Alors nous avons eu un bon retour l'an dernier de la première édition et on pense profiter cette année de la baisse de l'euro par rapport au franc suisse et donc pouvoir devenir plus attractif pour les clients et les prospects suisses. Verpackung nimmt mittlerweile einen sehr, sehr hohen Stellenwert bei EasyFairs ein. Allein in der Dachregion haben wir ja angefangen, die verschiedenen Brands zu etablieren. Wir haben in Deutschland, Österreich und in der Schweiz die Welt der Verpackung und das Konzept entwickelt sich weiter. Hier am Standort Zürich sehr erfolgreich. Wir werden nächstes Jahr unsere M-Packung Label & Print nach Hannover bringen, parallel zur CeMAT. Wir werden das Thema Packaging Innovations in Hamburg als eigenes stehendes Event veranstalten in der Fisch Auktionshalle, wo das Thema für Osteuropa aufgreifen werden. Das Datum für die Messe 2016 steht auch schon wieder. Die Messe wird vom 6. bis 7. April 2016 wieder hier in der Messe Zürich stattfinden. Und wir freuen uns, wieder alle Besucher zu begrüßen. Die Welt der Verpackung wird vom 6. bis zum 7. April 2016 wieder hier in der Messe Zürich stattfinden.